Guten Tag, Herr Professor Diederich. Wie sind Sie zur Radiologie gekommen? Was fasziniert Sie besonders daran? Ich bin vom Typ sicherlich jemand, der lieber kniffelt und sich Gedanken macht, als zum Beispiel mit heroischen Eingriffen im Blut wartend sozusagen als Chirurg für einen Patienten was zu tun. Insofern war für mich relativ früh klar, ich möchte ein konservatives Fach machen. Ich möchte ohne Schmerzen, wenn man so will, für den Patienten zu seinem Wohlergehen beitragen. Dann hätten einige konservative Fächer wie die innere Medizin, die Neurologie oder die Pädiatrie zur Verfügung gestanden. Ich bin durch einen gewissen Zufall und durch eine sehr prägende Person dann in der Radiologie gelandet. Das war Herr Professor Peters, damaliger Leiter der Universitätsradiologie an der Uni Münster. Der hat mich persönlich sehr beeindruckt und hat mir dann auch durch zufällige Begegnungen die Faszination des Faches eröffnet, nämlich durch gute Ausbildung, gutes Nachdenken, Zusammensetzen eines Puzzles aus Beschwerden des Patienten, aus Laborwerten und eben aus bildgebender Diagnostik dann für den Patienten etwas tun zu können, ohne dass man dem dafür besondere Leiden oder andere Unannehmlichkeiten zufügen muss. Dann habe ich auf die Weise in der Radiologie begonnen. Es haben sich meine Erwartungen bestätigt und ich würde dieses Fach immer wieder wählen. Was ist denn Ihre Motivation, den Kongress dieses Jahr auszurichten? Also zum einen ist es eine sehr große Ehre, dass man gefragt wird, ob man diese Funktion übernehmen möchte. Ich bin seit über 20 Jahren in der akademischen Radiologie unterwegs. Ich habe mich vor allem für das Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung engagiert, weil mir das eine besondere Freude macht. Also vom jungen Studenten über Weiterbildungsassistenten bis zum Facharzt etwas für die Ausbildung zu tun. Da ist der Kongress das größte Forum in Deutschland und das mitzugestalten ist eine schöne Herausforderung. Es ist gleichzeitig der Kongress, auf dem die aktuellste Wissenschaft im deutschsprachigen Raum vorgetragen wird. Also man ist an der Speerspitze der Entwicklung sozusagen dabei. Das finde ich hochspannend. Und nebenbei ist dieser Kongress natürlich auch ein schönes Forum, um Kollegen aus der Radiologie zu treffen, sich persönlich auszutauschen. Also insgesamt ist dies eine Veranstaltung, bei der man sehr, sehr gerne in herausgehobener Position tätig ist. Therapeutisch wird die Radiologie im vaskulären Bereich eingesetzt, wie zum Beispiel Stents. Welche weitere Therapieansätze gibt es in der Radiologie? Es gibt eigentlich eine riesige Vielfalt radiologischer Therapien. Das Stichwort ist immer minimalinvasiv und um mit einem feinen Katheter oder einer feinen Sonde an der richtigen Stelle zu landen, salopp gesagt, setzt man dann eben für sehr viele Fragestellungen radiologische Verfahren ein, Röntgendurchleuchtung, Computertomographie, Kernspintomographie. Und das Ziel ist eben immer, ein feines Gerät durch ein kleines Loch in der Regel unter örtlicher Betäubung im Patienten zu platzieren. Die Gefäßtherapie haben Sie schon angesprochen, die Erweiterung von verengten Gefäßen und Behandlung von Durchblutungsstörungen. Genauso kann man gefäßverschließende Methoden einsetzen, um zum Beispiel Tumoren in ihrer Durchblutung zu stören und sie dadurch zum Absterben zu bringen. Wir können aber auch Tumoren durch die Haut, beispielsweise durch Hitzesonden, behandeln. Und bei diesem Kongress ist ja die onkologische Radiologie, also sowohl die Diagnostik als auch eben die interventionelle Therapie bei Tumorerkrankungen, sogar ein Schwerpunktthema. Also speziell die Behandlung von Tumoren durch Katheter oder durch Sonden ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind häufig Patienten, die schon viele unangenehme Erlebnisse durch ihre Krankheitsgeschichte hinter sich gebracht haben. Und die sind besonders dankbar, wenn es gelingt, beispielsweise eine Lebermetastase durch Hitze zu verkochen. Das Ganze ist mit einem eintägigen Aufenthalt vielleicht verbunden, geht nicht mit vielen Schmerzen einher. Wenn die Alternative dann eine große Leberoperation wäre, dann weiß insbesondere der Patient zu schätzen, dass die Belastung geringer ist. Und ganz nebenbei, und deswegen wollen wir es eben nach außen auch betonen, ist es häufig wirtschaftlich sehr sinnvoll. Ein Patient, der nicht tagelang auf der Intensivstation liegt, der nicht stundenlang in einem Operationssaal behandelt werden muss, der ist fürs Gesundheitssystem auch noch günstiger. Insofern ist das eine Win-Win-Situation für den Patienten und für die Allgemeinheit. Also eine große Entlastung für den Patienten. Aber wie sieht es denn jetzt mit der Strahlensicherheit in Bezug auf ionisierende Strahlen aus? Gerade in der Computertomographie sind ja die Belastungen relativ hoch. Welche medizinischen Abwägungen stehen denn da im Vordergrund?
der verantwortungsbewusste Einsatz von ionisierenden Strahlen ist ja eins der Kernthemen der Radiologie. Das ist Inhalt unserer Facharztausbildung. Und selbst wenn jemand die Facharztprüfung, die diese Inhalte einschließt, bestanden hat, ist es damit nicht erledigt, sondern wir haben einen Zwang, alle 5 Jahre unsere Ausbildung im Strahlenschutz zu aktualisieren. Wir müssen als Ärzte, egal wie gut wir es machen und wie lange wir es machen, immer wieder zu Kursen gehen, müssen uns Prüfungen unterziehen, um sicherzustellen, dass wir immer up-to-date sind, was Strahlenschutz angeht. Und eine der Aufgaben des Radiologen aus meiner Sicht ist eben gerade eine permanente Abwägung, wie viel Strahlenexposition ist erforderlich, um welches diagnostische Problem zu lösen oder eben auch welche Therapie unter Röntgenstrahlung durchzuführen, die sogenannte rechtfertigende Indikation. Und gerade darin sehe ich eine Stärke der Radiologie. Wir nehmen dieses Thema an, wir beschäftigen uns kontinuierlich damit. Und wenn in Deutschland eine Fachgruppe berufen ist, aufzupassen, dass der Patient keine unnötige Strahlung abbekommt, dann ist es gerade der Radiologe. Das ist unser täglich Brot, bei jeder einzelnen Untersuchung zu sagen, ist diese Strahlenexposition bei diesem klinischen Problem gerechtfertigt? Ja oder nein? Haben wir andere Methoden, die wir einsetzen können, ohne Strahlung, Ultraschall, MRT? Brauchen wir vielleicht gar keine Untersuchung zum jetzigen Zeitpunkt? Also gerade als Leiter einer großen radiologischen Abteilung besteht meine tägliche Arbeit auch immer wieder darin, radiologische Untersuchungen gerade nicht durchzuführen, sondern dem Überweiser zu erklären, warum die nicht erforderlich ist, einem Patienten zu sagen, dass man jetzt mal abwarten kann und seine Beschwerden wahrscheinlich auch ohne radiologische Untersuchung weggehen. Also da sehe ich gerade eine unserer Stärken, auf den Patienten auch diesbezüglich aufzupassen. Vielen Dank. Und zum Schluss würde uns noch interessieren, welche aktuellen Entwicklungen und Innovationen Sie in der Radiologie sehen? Wo führt der Weg hin? Was erwartet uns in der Zukunft? Also es gibt natürlich, getrieben auch von der sehr, sehr leistungsfähigen medizinischen Industrie, technische Entwicklungen, die immer weitergehen. Die MR-Tomographie wird immer leistungsfähiger, die Untersuchungszeiten werden kürzer, die Auflösung wird besser. Das Gleiche gilt für die Computertomographie. In der Röntgendiagnostik ist es vor allem eine Reduktion der Strahlenexpositionen, was wir gerade besprochen haben. Man kommt mit Bruchteilen der Strahlung heutzutage aus, die man vor 50 oder gar vor 100 Jahren eingesetzt hätte. Die echte Herausforderung, die ich aber sehe, ist in einer immer komplexer werdenden Medizin, die Radiologie an der richtigen Stelle einzusetzen, im Interesse des Patienten. Und weil es immer komplexer wird, sind es meist keine einfachen Entscheidungen mehr bei schwierigen Krankheitsbildern, die ein Internist, ein Chirurg oder ein Radiologe alleine fällen können. Also die Herausforderung, die auch logistisch zu bewältigen ist, sind interdisziplinäre Besprechungen. Ich als Chefarzt einer Abteilung verbringe einen ganz wesentlichen Teil meiner Arbeitszeit in Röntgenbesprechungen, in Tumorboards, wo sehr viel Kompetenz gefordert ist in allen Disziplinen. Und wenn man es gut macht, setzt man die im Interesse des Patienten optimal ein. Nur dieser große Anteil an Arbeitszeit wird oft gar nicht ermöglicht. Es besteht jedenfalls die Gefahr, dass man dafür nicht genug Zeit hat, weil das als spezielle Leistung der Medizin nicht unbedingt erkannt wird von den Kostenträgern. Und ich spare mir persönlich jede Teilnahme an einem Tumorboard von meiner Arbeitszeit mühsam ab und hänge oft Überstunden dran, damit ich eben mehrere Stunden in den Tumorboards in meinem Krankenhaus verbringen kann. Das zu lösen, dass die Kompetenz wirklich in der Gruppe gemeinsam an einen Patienten herangebracht werden kann, das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Diederich.